Versuche. Kannst du. Geil. So, nochmal so Newsflash für alle Leute, die es noch nicht gewusst haben. Die Kito ist jetzt offiziell ein Darmstädter. Er wohnt jetzt offiziell unter Eugs WG. Das heißt auch natürlich, dass er einer der besten Spieler in ganz Europa wird. Da gibt es schon viele Storys drüber. Ich sag mal so, Quick hat bei Eug gewohnt. Nur mal so ein Bein. Okay, okay. Also er war auf jeden Fall mal für eine längere Zeit mein Bruder. Und siehe da, der beste Spieler in ganz Europa. Wow. Nee, ich meine natürlich Spaß, der war schon vorher schon der Beste. Redi auf der anderen Seite, der hat bei mir gewohnt, da wird man eher tendenziell schlechter. Scheiße. Und jetzt nicht mehr, oder wie? Jetzt wohnt ihr nicht mehr zusammen? Nee, der wohnt jetzt nicht. Der hat jetzt eine eigene Switch, der spielt Wi-Fi, der wird nicht besser. Der hat jetzt eine eigene Switch nach 15 Jahren. Ja. Oh, guck, da hat er auch gleich einen Sack geholt. Ja, aber nur. Oh, doch, er fährt jetzt sogar. Wow. Ja. Denn Dede sagt mir immer so, gegen Dakan ist immer eine Portion Glück dabei. Das war jetzt zum Beispiel auch so eine Situation wieder so. Die Hitbox Extension von der Can hat geholfen, dass man den Hitbox mal bekommen hat. Immer eine Portion Glück. Okay, habe ich gar nicht jetzt gesehen. Das heißt, der Jethammer war länger draußen, weil er mit der Explosion getränkt hat. Ja, genau. Also mit der Can. Mit der Can getränkt hat. Ja gut, aber ich meine, im Prinzip, wenn man mal ganz genau sein will, dann ist es gegen einen. Man könnte sagen, es war... Ich verstehe, was du meinst. Glück ist halt passiert. Ja, Glück, dass der... Würde ich mir... Ich will mir jetzt ein bisschen verstehen, aber... Ja, für manche Sachen, da gibt es einfach schwer ein Auge noch für zu haben. So Sixbox Extensions. Soll ich mit Wario, mit seinem Dreieck, macht das ja auch mal gerne. Ja, ich mach Refill auch gerne mit Ball. Ah. Ja, hab ich heute auch schön zu playen. Du warst heute ganz gut oder wie bist du zufrieden? Oder? Also ich hab gut gespielt, aber ich hab verloren. Nie am Aber. Ah, okay. Ich bin auch genau. Ich hab beide auch. Ja, sind noch beide so. Nicht so spielen. Halt mehr so mittel. Auf jeden Fall. Auf Season 1 hätte ich gegen keinen noch um 1 noch. Okay. Hä? Daniel hat keinen Bock mehr. Oh Mann! Warte, okay. Ey, wir müssen die Leute hier besser dressieren, dass sie sowas automatisch machen, oder? Ja, eigentlich schon. Okay, wir wissen Bescheid. Das steht 2-0, wir machen das einfach im Kommentar. Okay. 2-0 jetzt schon für die Team, jetzt in jedem Satz erwähnen. Genau, wir. Aber wir wollen ja auch die Kommentare auf die Wenn die Leute hier zu viel selbst können, dann wäre. Ja, dann müsste mal langsam selbst mal teilnehmen, der Moritz. Actually, irgendwann kommt der Moritz hier an und packt seine Pyro. Und zerfickt uns alle. Stimmt. Ja klar, warum nicht? Ich meine. Gut. Oh, das ist immer gefährlich. Der Jethammer an der Ecke, da hat man immer direkt Eierschwitzen. Und das ist so viel Prozent. Wenn du halt vom Hammer und vom Gordo getroffen wirst. Ja, stimmt. Guck mal, habe ich mir ein helles geholt. Ja,
Der Roik ist gerade auf dem. So, das. Ein helles. Ich find's. Ich muss sagen, es schmeckt deutlich anders als das, was ich davor getrunken habe. Warte, ich muss nochmal nachtesten hier. Ja. Oh, das geht! Ah, da muss man aufpassen. Das muss man kommen sehen. Er versucht immer so eine Höhe zu nehmen, dass er gerade so auf der Ecke landet, dass es schwer ist zu sehen. Dass das auch keine große Fallzeit ist. Dass er sozusagen direkt landet. Aber wenn man oft genug gegen DDD spielt, irgendwann weiß man, was er vorhat. Kann man den verstecken? Ich dachte auch. So wie bei etwas googeln. Oh oh. Ja gut, es dauert aber auch noch 40% mehr, dann killt das. Ja, wobei DDD noch nicht wirklich in Killprozent ist. Oh oh, jetzt aber! Da, schön, schön, schön. Ja, Mann. Genau so muss man es machen. Genau. Oh doch, er wurde geupdatet! Ja, siehst du, die Leute können was hier. Smash and Zip ist autonom, Jungs. Es ist einfach autonom. Es läuft von alleine. Mhm. Der war einen saftigen Stock hinten dran, aber jetzt hat er so ziemlich wieder aufs. Er ist sogar in Führung, wenn man mal so genau nimmt. Wie hat er das denn gemacht? Ich hab gar nicht aufgepasst. Einfach die ganze Analyse oder was? Die flamen uns dann ein bisschen. Die scheiß Commentators schon wieder mit ihren scheiß Missinformationen. Aber es geht nicht. Das geht auch sehr spät, der Gordon. Ja. Jetzt aber. Komm, jetzt. Jawohl. Du musst immer bei DDD warten. Der macht einen Move und danach kommt ein Downtilt. Dann kannst du erst mal. So, der Downtilt kommt so oft raus. Oh. Schön! Der hat kurz den Ball wieder aufgesammelt, ne? Denselben Ball. Och nee, wer macht denn sowas? Wir haben gerade technische Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Ich glaube nicht. Aber wir haben gerade einfach so einen schönen Ordner vor unsere Nase bekommen. Okay, komm, dann muss man kurz aufstehen, muss man kurz das Commentary beeinträchtigen. Ja, komm, wer macht denn sowas? Ich meine, sieh, dass die Prozente bei DDD orange-rot werden und bei Tikito noch ziemlich weiß-gelb sind. Das heißt, Tikito sollte in Führung sein. Jawoll, und jetzt sieht man es wieder. 26,90, ja. Das geht! Ach du meine Güte, ist das stark. Und das 3-0. Das ist durch. Heftig, oder? Das ist GG's. Gebt euch die Faust.